Willkommen zum heutigen Test. Wir haben hier Komet-Raketen und zwar ist das ein 10er-Set, nee, 9 Raketen. Also eigentlich vergleichbar wie das Targa, das Ivanhoe hieß das, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube High-Speed-Bombs waren, glaube ich, nur 8 Raketen. Wie dem auch sei, wir möchten nämlich Komet mal testen. Es sind jetzt 10 Raketen, nee, 9, ich will mal 10 sagen. Es hat 10 Euro gekostet, das vorweg. Hier sind 9 Raketen drin. Es müssten eigentlich Max NEM Raketen sein, glaube ich. NEM haben wir hier 164 Gramm, also nicht ganz. Wie dem auch sei, wir möchten die einfach mal testen. Gekauft wurden sie im MacGuides für 10 Euro, 9,99. Und da ich dieses Jahr mal so ein bisschen aufräumen möchte oder schauen möchte, ob Komet wirklich so schlecht ist, weil viele meckern natürlich über Komet und kaufen Komet nicht, dachte ich mir, ich nehme es mir zur Aufgabe und teste diese Artikel. Wie gesagt, gekauft im MacGuides. Also, wir gehen gleich mal raus und zünden die Euphoria-Raketen. Ja, bis gleich. So, wir sind dabei, die Komet-Raketen zu testen. Und schauen wir mal, ob die wirklich so schlecht sind wie der Ruf. Laut. Oh, fand ich jetzt eigentlich nicht schlecht. So, dann machen wir noch eine Flash. Es geht. Die nächste Rakete. So, die nächste, wir haben eine Clash. Da kam der Stiel. Aber bis jetzt muss ich sagen, das Set ist eigentlich sehr gut für 10 Euro. Also da habe ich schon schlechtere von Weco gehabt, sagen wir es mal so. Also, Ausbreitung könnte ein bisschen größer sein, aber ansonsten würde ich sagen, das Set hat schon mal den Komet-Test bestanden. Und die letzte aus dem Set. Ja, Freunde, das war's von dem Raketenset. Wir sehen uns bald wieder.